Tales of Arise steht in den Startlöchern und ist bereit, die seit mehr als 25 Jahren bestehende Tales of Marke und die nächste Evolution für das JRPG-Franchise abzufeiern. Viele Augen und Ohren sind dabei auf das neue Spiel von Bandai Namco gerichtet. Tales of Arise könnte nämlich der Durchbruch für das Unternehmen werden, wie zum Beispiel ein Persona 5 es für Atlus war. Und im Zuge dessen zeigen wir euch all das neue Material, das es bis zu diesem Zeitpunkt vom Spiel gibt. Bereits anspielen durften wir das Spiel auch schon und ich erzähle euch, wie es für mich war, damit ihr ganz genau wisst, was am 10. September auf euch zukommen wird. Und es wird noch besser, ich werde euch nämlich zum Einstieg nicht mit irgendwelchen Details langweilen, denn endlich kennen wir alle 6 Gruppenmitglieder in Arise und die sind alle verdammt spaßig zu spielen. Die 4 Charaktere Alphen, Shion, Rinwell und Law hatten wir ja bereits oft genug gesehen und nun verbünden sich auch Kisara und Dohalim als spielbare Helden mit unserem Team. Beide Charaktere sind Nahkämpfer. Dohalim ist durch seine Route ein agiler Angreifer mit einem großen Repertoire an Wind- und Wirbelattacken. Kisara dagegen ist eine Leibwächterin, die vor allem ihren Schild und ihren Hammer zum Angreifen benutzt. Und zur großen Erleichterung aller Fans ist Kisara im Combat nicht allzu träge, sondern teilt ihren Schaden sehr zügig aus und kann recht flott gegnerischen Angriffen ausweichen. Im Fokus liegt allerdings natürlich ihr Schild, mit dem sie ihre Verbündeten direkt vor gegnerischen Angriffen schützen kann. Das Kämpfen machte übrigens selbst auf der Tastatur mächtig Laune, was einerseits dem Tales of-typischen Echtzeit-Kampfsystem zu verdanken ist und andererseits den flüssig-dynamischen Animationen. Es wurde bereits oft richtig angemerkt, dass das User-Interface möglichst minimalistisch gehalten wurde. Und erst jetzt wird so richtig deutlich, warum. Mit 6 jederzeit einwechselbaren Charakteren auf dem Kampffeld könnte man durch zu viele Anzeigen leicht den Überblick verlieren. So verlieren wir den Überblick tatsächlich nicht, auch wenn nicht eine Millisekunde vergeht, in der auf dem Bildschirm nichts passiert. Die von euch ausgewählte Figur kann den automatisch kämpfenden Mitgliedern Anweisungen geben. Jedes Mitglied hat dabei unterschiedliche Fähigkeiten. Während Shion mit ihrem Gewehr zum Beispiel aus der Entfernung kleinen Gegnern gezielt hohen Schaden hinzufügt, wirkt Rinwell Zaubersprüche, die sich je nach Element unterschiedlich auf die Gegner auswirken. Übrigens war Shion bisher die einzige mit einer Genesungsfähigkeit als Standardattacke, heißt also, sie konnte Mitglieder im Kampf direkt heilen, ohne dass ich als Spielerin erst in das Item-Menü musste. Ist die Power-Anzeige erstmal voll, könnt ihr euch für einen Charakter entscheiden, der zusätzlich einen besonders starken Angriff ausführen kann. Die Wahl der Charaktere, die dabei im unteren Viereck liegen, wirkt immer etwas knifflig, aber zum Glück kann man die Reihenfolge der Gruppe in jedem Kampf selbst bestimmen. Apropos Fähigkeiten. Beim Spielen fiel mir sehr positiv auf, wie hoch die Kombinationsmöglichkeiten der eigenen Attacken sind. Natürlich, weil wir in Echtzeit von jeder Seite angreifen und zu jeder Zeit ausweichen können, aber eben auch, weil es unterschiedliche Attacken gibt, je nachdem, ob man sich gerade im Sprung oder auf dem Boden befindet. Hinzu kommen dann die Kombinationen mit den eigenen Teammitgliedern und die Schwachpunkte an großen Gegnern. Schwachpunkte tauchen zum allerersten Mal in der Tales-Reihe auf und sind erstmal eine sinnvolle Ergänzung. Schafft man es, den Gegner an der gekennzeichneten Stelle anzugreifen oder den Punkt sogar zu zerstören, richtet man sehr viel Schaden an und füllt die Powerleiste schneller auf. Bei Bossgegnern besonders schwer, aber auch besonders praktisch. Übrigens gibt es diesmal keine Siegesanimation am Ende, wie man es vielleicht noch von den alten Spielen gewohnt ist. Die kleinen Neckereien zwischen den Charakteren während des Kampfes oder beim Erkunden sind uns aber erhalten geblieben. Es ist schön, die Dynamik der Charaktere neben dem Einsammeln von Obst und Gemüse zu beobachten und dann zusammen am Lagerfeuer ein leckeres Essen zu kochen. Schon zum Anspielen hatte Tales of Arise übrigens deutsche Texte und sowohl die englischen als auch die japanischen Synchronstimmen klangen richtig passend besetzt. Was meinen Ohren dabei besonders positiv auffiel, war auch die klassische, nicht so dominante, aber trotzdem atmosphärische Musik, die die Kulissen so richtig zum Leben erweckte.
Sie wertete sowohl ein paar längere Strecken im Wald, die Atmosphäre in den Kämpfen, als auch meinen tollpatschigen Fall in den Fluss, bei dem ich zurück an den Anfang des Gebietes schwimmen musste, um einiges auf. This might be some decent equipment. Anything that makes battles easier is okay by me. Mit etwas gemischten Gefühlen gehe ich dagegen an die Stilistik des neuen Tales of Run. Denn die Umwelt soll durch den von Bandai Namco selbst entwickelten Atmospheric Shader wie ein Gemälde wirken, das immer realer wird, sobald man sich bestimmten Orten nähert. Und ja, das funktioniert auch. Während des Kampfes habe ich keine Stilbrüche bemerkt. Und wenn ich nah genug an bestimmten Bäumen, Pflanzen und Co. stand, fühlte ich mich sehr wohl in der Welt von Arise. Aber sobald ich die Welt aus einer gewissen Distanz betrachten musste, hinterließ die Kulisse einen eigenartigen Beigeschmack. Aber vielleicht ist das auch einfach Geschmackssache. Ich weiß nicht, findet ihr den gut? Oder vielleicht sogar hässlich? Schreibt mir das einfach unter das Video. Ich bin nämlich sehr gespannt, wie mein Geschmack da funktioniert. Positiv zugutehalten muss man Bandai Namco aber, dass sie sich nach all den Jahren an eine neue Engine getraut haben. Und zwar an die Unreal Engine 4. Mit dem bereits erwähnten Atmospheric Shader. Der Unterschied zum Vorgänger ist tatsächlich gewaltig. Die Animationen sind flüssiger, die Welt ausgeleuchteter und der Combat wahrscheinlich deswegen auch geschmeidiger. Insgesamt bleibt mir nur zu sagen, dass ich meinen Ausflug nach Dana wirklich sehr genossen habe. Das Kampfsystem macht extrem süchtig und ich bin ein großer Fan davon, dass man so leicht zwischen all den Charakteren sowohl im Kampf wechseln kann, als auch draußen beim Erkunden. Die Charaktere selbst haben es mir auch alle 6 wirklich angetan. Ich finde alle super cool und super einfach zu spielen und ich kann mir gut vorstellen, dass im Laufe der Story der ein oder andere Charakter seinen eigenen Weg in unser Team findet, denn theoretisch ist ja Platz für 8 spielbare Charaktere da. Da Tales of Arise ein neues Kapitel für Bandai Namco aufschlagen möchte, muss man die Vorgänger nicht zwangsläufig gespielt haben, empfehlenswert ist es aber schon. Laut Producer Yusuke Tomizawa soll Tales of Arise ein neuer Meilenstein sowohl in der Tales-Reihe werden, als auch generell im JRPG-Franchise darstellen. Wir können uns echt gut vorstellen, dass das gelingt, denn die Reihe hat sich wirklich mit jedem Teil stetig weiterentwickelt. Subjektiv gefühlt schauen auch gerade mehr Nicht-Tales-Spieler, also nicht unbedingt Fans der Tales-Reihe, auf Tales of Arise. Das Interesse könnte also flächendeckend da sein, damit das neue Persona 5 wird von Bandai Namco. Ihr wisst, wie ich das meine. Die Frage ist jetzt nur, ob die Story genauso überzeugen kann wie das Gameplay. I wonder what we'll find out there this time. Most likely Zoogles, I would reckon. Tales of Arise erscheint dieses Jahr am 10. September für die PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X und S, für den PC und für Käufer des digitalen Spiels auf der PlayStation 4 gibt es ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5. Es wird außerdem noch ein paar Premium-Packs geben mit stylischen Kostümen, Kochgegenständen und Boosts, die alle nach mächtig viel Spaß aussehen, wenn ich ehrlich bin. Und damit seid ihr hoffentlich mit allen wichtigen Informationen zum neuen Teil der Tales of Reihe versorgt. Ich bin sehr gespannt darauf, unten eure Erwartungen zum Spiel zu lesen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mehr News, Infos, Interviews, Tests und eigentlich alles Aktuelle rund ums Thema Gaming findet ihr auf eurogamer.de. Tschüss! Here it comes! Dragon Swarm!
do it! Demon Fang! Lost! Demon's Descent! Flashing Fang! Here, my turn! Flame of Fury! Not on my watch! Burning Cat! Dragon Swarm! Do it! Dragon Shield! This ends now! Consider yourself finished! Let's refrain from losing.